Weil wir sind eigentlich relativ sicher, außer natürlich dadurch, dass wir jetzt gleich abgeschossen werden. Was wir nicht werden, weil er uns nicht bemerkt. Oh, er hat Eisen. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Bed Wars auf einer neuen 8x1 Map. Ja, wir haben hier jetzt wirklich sehr, sehr lange 8x1 trainiert. Hier ist das Bett. Okay, das kann man ja wieder mega nice zubauen. Da bin ich immer ein Freund von, nicht ganz so leicht einnehmbare Betten zu haben. Und ich denke, das ist auch das Erste, was wir machen werden. Also einfach ein paar Blöcke hier zu haben. Soweit ich das gesehen habe, dürfte es eigentlich schon reichen. Ich kenne die Map 0, also keine Sorge. Ist für mich vollkommen blind. Warum auch immer ihr euch da sorgen solltet. Und jetzt wäre ganz cool, wenn wir hier auch noch Eisen hätten. Haben wir auch. Nice. Gut, gut, gut. Unsere Nachbarn bauen sich da hinten zumindest schon mal zusammen. Ich glaube, hier gibt es tatsächlich dieses Mal keine nahen Nachbarn. Doch. Doch, ein bisschen schon. Okay, Frozen heißt die Map. Die gute alte Map. Und, ja, mal schauen, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ist auch so ein Standardsatz von mir, ne? Ich denke mal, dass wir uns vielleicht... ja, zu dem hier bauen werden, weil der einfach so nah dran ist. Scheint doch irgendwie so eine Art nahe Nachbarn zu geben, denke ich mal. Wir bauen uns etwas höher. Standardmäßig natürlich. Und ich glaube, viel gibt es ja auch nicht zu erkunden weiter. Wirklich Geheimnisse beim Bett wird es nicht geben, nehme ich an. So, wo sind wir jetzt hier? Okay, wir kommen so langsam in die Zone, wo ich hin möchte. So, mal gucken. Er ist auf jeden Fall vorbereitet. Baue mich mal hier hin. Er ist auch ziemlich gut vorbereitet. Wie sieht es mit seinem Bett aus? Wo war das noch gleich? Oh. Oh Mann, diese heftigen Ruckler sind echt ein bisschen übel. So, erstmal ein bisschen versneaken. Sehr gut. Von unten treffe ich ihn besser. Nice. Gut hinbekommen. So, nochmal einmal kurz runterhauen. Ja, hier dürfte ich doch durchbauen können irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Flieg du mal. Okay. Kann ich hier nicht durchbauen? Sehr schwierig zu machen, ne? Also eine Kiste ist vielleicht gar nicht so schlecht. Tatsächlich davor zu setzen. Könnte schon ganz gut wirken. Ah, schade. Den habe ich leider nicht mehr getroffen. Aber ich hoffe, er lief nicht. Wäre ganz nett von ihm. Okay, nee. Das ist nur... aber das ist ja nervig. Hier kann man... boah, ist das eklig. Hier kann man kein Dings draufsetzen wegen dem Schnee. Mit Schnee hatte man auch noch keine Bed Wars Map so richtig, ne? Okay. So, wir können uns erstmal zurückziehen, bisschen heilen. Haben wir gut hinbekommen, oder? Wir haben kaum Schaden genommen im Kampf eben. Viel einstecken hätten wir auch nicht können ohne Rüstung. So viel kann ich vielleicht schon mal offenbaren. Ja, ich denke, wir gehen direkt zum nächsten Nachbarn dann rüber. Holen uns also ein bisschen hiervon. Und ein bisschen hiervon. Und ein besseres Schwert wäre auch noch ganz vorteilhaft für den Kampf dann tatsächlich. Kann natürlich sein, dass der jetzt schon was wollte ich sagen? Dass er einen Bogen hat, genau. Aber das weiß ich nicht so genau. Kann ich nicht sagen. Da hinten ist irgendwer, alles klar. Essen brauche ich noch. Das stimmt natürlich. Bisschen Leather-Rüstung auch noch. Sehr gut. Komm schon. Bisschen schneller. Ich bin heute nicht so wieselflink, habe ich das Gefühl. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir schaffen es sicherlich auch so irgendwie. Einfach mal hier rüberbauen. Rüberbauen. Der Gelbe ist gestorben. Ich weiß gar nicht, wer unser Nachbar ist. Was ich auch nicht weiß, ist, ob da hinten irgendwer einen Bogen hat. Ich hoffe mal nicht. Wäre sehr nett. Der hat auf jeden Fall einen Weg zur Mitte, oder? Oder ist das nur zum nächsten? Ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Okay. Gut. Ich weiß nicht, wo der ist. Aber zu Hause scheint er nichts... ach, sein Bett ist schon weg. Ach so. Aber er hat einen Weg zur Mitte. Habe ich mir mal jetzt ein bisschen Warp Powder gönnen werde. Und dann versuchen wir uns das erste Gold zu krallen. Und schauen uns doch mal an, wie die Mitte da so aufgebaut ist. Bin ich ja schon mal sehr gespannt. Ich habe schon lange keine Traps mehr benutzt, fällt mir mal so auf. Team Gelb wurde vernichtet, okay. Ich
dachte schon, das wäre mein Bett jetzt irgendwie. Weil wir sind eigentlich relativ sicher. Außer natürlich dadurch, dass wir jetzt gleich abgeschossen werden. Was wir nicht werden, weil er uns nicht bemerkt. Oh, er hat Eisen. Wow, 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 wow. Das war echt mega knapp. So, okay. Ich könnte mich in die Lüfte bauen. Sehr gut. Und jetzt zurück porten. Komm, 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 komm. Yes! Huh, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Alles klar, alles klar. Und jetzt schnell den Bogen. Aber ganz schnell. Der ist jetzt hier irgendwo, oder? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Von hier kommt der. Alles klar. Mann, das war knapp. Haben wir aber gut hinbekommen, glaube ich. Die Situation. Die Frage ist jetzt nur, wo ist dieser Typ? Der ist wieder zurück in die Mitte gegangen, glaube ich. Hoffe ich. Aber ist von ihm hier? Türkis ist das. Ist auch schon das Bett weg. Wir sind nur noch zu dritt. Naja, das schaffe ich nicht. Ich kann nur versuchen, nochmal in die Mitte zu kommen. Genug Warpower habe ich ja eigentlich noch. Okay, nice. Runtergeschossen. Oh, stimmt. Das sah gar nicht so aus, als wenn es hier runter geht. Sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo sind die beiden? Ich finde, es ist schwierig zu erkennen, die Farben erstmal. Orange und Rot, da hinten sehe ich einen. Da ist Rot. Und da kommt der nächste. Komm schon. Sehr gut. Hat leider nicht gereicht, um ihn runterzukicken. Aber gut, wir können uns hier erstmal ein bisschen Gold besorgen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich haben möchte tatsächlich. Und es ist mega schwierig, das hier einzusehen. Aua, aua, aua. Nicht ganz so leicht auf jeden Fall. Fuck, 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 fuck. Einer ist hier wieder. Das wäre nicht so prickelnd, wenn wir jetzt sterben würden. Hä? Ich hab doch... Okay, der hat nicht viel. Der hat nur einen Rückschussstab. Den kriegen wir. Flieg doch! Oh Gott sei Dank! So gut, beide abgewehrt. Jetzt könnten wir sogar noch einen Moment länger bleiben. 8 Gold habe ich. Eine Enderpearl würde ich mir schon sehr gerne holen. Der könnte jetzt alles verspielt haben, eventuell. Weiß ich nicht, aber es ist mega schwierig, hier diese Mitte zu halten. Oh, da war er doch schon wieder, oder? Da ist er doch schon wieder. Flieg mal. Und da kommt der nächste. Okay, haben wir auch. So, eine Ladung brauche ich auf... Na, vielleicht sogar zwei. Okay, Rot hat das Spiel verlassen. Nice. GG. Klar ist das jetzt wieder so ein bisschen Mittencamping. So ein bisschen. Aber, wenn ich mir die Mitte hart erkämpfe, dann kann ich sie ja wohl auch mal kurz behalten. Aber das da hinten war rot, ne? Das heißt nur noch der Orange. Ne. Oder der Grüne? Der Orangene. Wo ist der Orangene? Da hinten, alles klar. Ja, wir können gerade aktuell nichts weiter machen, als hier erstmal... stehen zu bleiben. Dann porte ich mich zurück, hole mir Enderperle und so. Dann gehe ich wieder in die Mitte. Aber vorher würde ich ihn halt gerne noch einmal töten, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren, bis wir tatsächlich wieder hier sind. Das wäre ganz gut. Theoretisch, er hat eigentlich auch nichts dabei, ne? Also er hat eigentlich kein Bogen. Bedeutet, dass wir eigentlich ziemlich easy bestehen sollten. Okay. Ja, wobei, ich glaube, ich baue mich hier nochmal ein bisschen höher. Genug Steine haben wir eigentlich auch dabei. Problem ist jetzt nur, wenn er doch einen Bogen haben sollte. Hat er aber nicht. Gut, sonst hätte er den jetzt wahrscheinlich rausgeholt. Ja, es ist natürlich... Wir könnten uns natürlich auch vom Gold so richtig das geile Equip holen. Das auf jeden Fall sicher hinbekommen. Aber sollten wir auch so schaffen. Eigentlich schon. Sollte nicht das Problem werden. Ich glaube, er weiß nicht, wo ich bin. Na, jetzt vielleicht mittlerweile schon.
Okay, haben wir. Wo spawnt er? Da. Okay, sehr gut. Da ist das Bett. Eine Kiste schaffe ich leider nicht. Nein, 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 nein. Nicht das Warpowder. Kaputt, Mann. Ach, was? Er spawnt schon wieder? Ja, dann geh runter. Okay. Dann geh freiwillig. Superspieler am Ende. Was hat er denn gemacht? Hat das Spiel verlassen auch. Wow. Das war ja wirklich eine sehr tolle Runde zum Ende, was? Great an euch beide, die hier am Ende nicht mehr kämpfen wollten. Tja, ich bin mir sicher, eventuell hätte man es noch schaffen können. Zumindest beide zusammen, aber wenn einer lief und dann der andere lief. Gut, dann kann man es natürlich nicht mehr schaffen, logischerweise, wenn man nur noch zwei Gegner hat. Trotzdem eine andersartige 8x1-Map auf jeden Fall. Eine, die nicht sehr übersichtlich ist, finde ich. Allein durch dieses Eis, was da in der Mitte eben hervorragt, ist es eben nicht wirklich durchschaubar. Finde ich. Nicht wirklich. Ja, man hat keinen Überblick einfach. Das war sehr schwierig, erstmal herauszufinden, wo beide waren und dann auch noch beide im Auge zu behalten. Klar, sie waren gegenüberliegend so ziemlich und das ist auf jeder Map schwierig. Aber man kann sich immerhin drehen und drehen und drehen und sieht immer alles und es ist nicht immer dieser fette Kristall einfach im Weg. Und von daher auf jeden Fall eine andersartige 8x1-Map, was ich schon mal sehr begrüße. Eine Map, wo man sein Bett auch sehr gut zubauen kann. Eine Map, wo man ein paar Probleme mit dem Spawn hat, weil man den einfach wieder so bam bam und der fällt runter. Ist schwierig, wenn man dann in der Spawn-Trap erstmal ist. Aber an sich finde ich die Map ganz gut, hat aber glaube ich nicht das Potenzial, meine Lieblings-8x1-Map zu werden. Wir werden uns auf jeden Fall in ein, zwei Tagen die nächste 8x1-Map vornehmen. Und zwar ist das Flowers, sieht man hier schon. Flowers, das klingt doch schon mal rosig, oder? Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, tschüss!